Schönen guten Abend und herzlich willkommen hier bei uns im Steirischen Presseclub. Und du siehst, dein Name gar eitel genannt in einigen Aussendungen, in einigen Einladungen und Full House. Ja, das gebührt ganz dir an diesem heutigen Abend. Vielen Dank, dass dein ungemein dichter Terminkalender es zuließ, dass wir uns heute einmal treffen. Wie könnte es sein, ein bisschen zumindest über Zeitungen, über Medien reden, wohl aber auch über mittlerweile dein zweites Standbein, das Publizistentum in Form von Büchern. Selbst wenn es diese Anlässe, Mehrzahl, nämlich die neuerliche Wahl zum Chefredakteur des Jahres, beziehungsweise, und das aus meiner Sicht liegt eigentlich viel mehr, 10 Jahre im Amt, demnächst ist es soweit, dass du 10 Jahre Chefredakteur bist und nicht nur Chefredakteur, sondern wird leicht übersehen, auch Geschäftsführer der kleinen Zeitung. Selbst gäbe es diese offensichtlichen Anlässe nicht, wäre es allemal wert, mit dir ein bisschen zu tratschen, ein bisschen zu plaudern und vor allem aber über die nächsten 10 Jahre zu reden. Und Hubert, das wäre so meine Einstiegsfrage, vielleicht ein paar Minuten der Moderation und des Gesprächs zwischen uns, bevor wir natürlich sofort auch die Kolleginnen und Kollegen bitten, in den Dialog zu treten. Mit dir 10 Jahre so zurückblickend, hat es ein Ereignis gegeben in den vergangenen 10 Jahren, in dieser, nennen wir es, dynamischen Zeit, ja, das so eingetreten ist, wie du es dir vorgestellt hast? Also ich habe bis zu deiner Einladung habe ich nicht einmal gewusst, dass schon 10 Jahre her ist. Also ich war ganz erschrocken, weil ich von dem Jubiläum nichts gewusst habe. Es gibt noch Menschen, die recherchieren. Ja? Also. Erstens das und zweitens erzählt er davon, wie sehr sich unser aller Beruf geändert und verdichtet hat, sodass man irgendwie, auch völlig irgendwie das Zeitgefühl mit den Jahren abhanden kommt. Aber danke für die Erinnerung. Wir wollten dich schon in die Serie Mediengeschichten einladen. Ja. Und da habe ich dann aber doch aus... So mit einem alten Kreiner, so in die Zeitzeugen. In langjähriger Kollegialität und Freundschaft davon Abstand genommen. Das machen wir dann, wenn noch einmal die 10 Jahre jetzt dann sind, dann machen wir Mediengeschichten. Ja. Nein, das waren natürlich Jahre, in denen uns sitzen ja viele vertraute Kolleginnen und Kollegen unter uns, die diese Zeit und diese Jahre geteilt haben mit uns, in denen uns diese Umbrüche draußen in dieser geänderten Medienwirklichkeit mit voller Wucht getroffen haben und uns gezwungen haben, über unsere Arbeit, über das, was wir tun, völlig neu zu denken und den Beruf neu zu denken, weiterzudenken. Und da steckt man noch mittendrin in dieser Arbeit. Also diese Ahnung, und damals war es noch nicht viel mehr, hat sich natürlich verfestigt zu einer Gewissheit, dass alle Gewissheiten brüchig geworden sind und dass es auch da keinen festen Boden gibt und auch keine feste Prognose, was die nächsten 10 Jahre anlangt. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nur, dass wir vor einem sehr schwierigen Jahr stehen. Also bei uns ist es dieses, weil die Beate auch da ist, sicher das wichtigste, bedeutendste Jahr, weil wir vor 3 großen Weichenstellungen stehen. Im Mai bringen wir heraus unsere neue Webseite, die nicht mehr ganz auf der Höhe der Zeit ist, weder formal noch ästhetisch noch inhaltlich, von der Inhaltsarchitektur, da haben wir zu lange nichts getan. Dann kommt die Euro, der emotionale Höhepunkt, und dann im Herbst werden wir einen Schritt setzen, über den wir intern sehr lange und heftig und kontrovers diskutiert haben, nämlich wir werden unsere digitalen Inhalte vergebühren. Das ist alles vermintes Gelände, weil es auch innerhalb unserer Zeitung und erst recht innerhalb des Konzerns natürlich auch 2 ideologische Flügel gibt. Die einen, sozusagen die Nase, die verächtlich die Gratis-Bierkultur-Fraktion, die sagt irgendwie, nein, wir müssen auf die Reichweite gehen und das ist die Währung und das sei die größte Selbstbeschädigung. Der andere, der ich angehöre, die sagt, das ist ein Wahnsinn, mit ein und denselben Inhalten einmal Kaufzeitung zu machen und das andere Mal sogar verfrüht,
siehe Standard, Gratiszeitung, digitale Gratiszeitung. Das halte ich für strategischen Wahnsinn, der irgendwann in Nirvana enden muss. Vor allem aber vor dem Hintergrund von fallenden Anzeigentarifen im digitalen Bereich. Und dagegen wollen wir uns zur Wehr setzen, und das wird die große Frage, die Beantwortung der Frage sein, die du eingangs gestellt hast, wie geht es weiter? Sie wird von den Leuten draußen beantwortet werden, ob sie bereit sind, für verlässliche, qualitative digitale Inhalte zu zahlen. Und ob wir gut genug sind, die Qualität dieser Inhalte auch zu argumentieren, das wird die Schlüsselfrage sein. Mhm. Und sozusagen der dritte Meilenstein wird dann die neue Zeitung sein, an der wir basteln. Also wir haben ziemlich viele Werkstätten besetzt. Huber, es hat in den vergangenen Jahren einige Marksteine gegeben, die sehr eng mit einem Namen verknüpft sind. Die Umgestaltung einer traditionsreichen Tageszeitung zu einer Tageszeitung neuen Stils, eher das Magazinartige, ganz bewusst weg vom topaktuellen, eher Hintergrund, Autorenzeitung, wie du es immer wieder auch genannt hast, Einführung des Newsrooms, beziehungsweise auch damit verbunden mit Eröffnung des Headquarters, das Thyria Media Group. Rückblickend betrachtet, es hat funktioniert, vor allem wenn man sich anschaut, dass die kleine Zeitung nach wie vor unangefochten das Flaggschiff ist und eindeutig die erfolgreichste Regional- und Lokalzeitung in Österreich. Würdest du sagen, ja, es hat sich bestätigt, die Überlegungen, die ja auch innerhalb der Redaktion nicht immer so im Konsens verlaufen sind. Woher weißt du das? Ja, das würdest du sagen, es hat funktioniert und würdest du dadurch sagen, auch ein Stück selbstsicher deine weiteren Pläne so verwirklichen wollen? Ja, ich weiß nicht, ob es funktioniert hat. Ja, ich glaube schon, also die Zahlen geben uns recht, wenn man an die Zahlen glaubt. Also wir wollen ja nicht nur um des Erfolgs willen erfolgreich sein, das Satz stammt nicht nur von mir, sondern von Fritz Jocklich, und also wir haben jetzt keine Ideologie des Erfolgs, aber ich glaube schon, dass die Weichenstellung richtig war, und sie gründet in der Erkenntnis halt, dass eine Tageszeitung kein Nachrichtenmedium mehr ist, und diese Erkenntnis hat uns Kopfweh bereitet. Dagegen haben wir uns innerlich aufgelehnt, innerlich und äußerlich, ein paar Kollegen länger, ein paar früher, und wir haben an sich beim letzten Relaunch schon 2003 gesagt, wir müssen die Inhaltsarchitektur der Zeitung ändern, wir können nicht das, was am Vortag als Nachricht geschieht, am nächsten Tag als Nachricht und als etwas Neues verkaufen, sondern es geht nur über die analytisch vertiefte Information, was immer das dann in den verschiedenen Bereichen heißt. Ich habe gerade beim Herfahren mit meinem Kollegen Christian Weniger gesprochen, weil der Teamchef sein Dasein doch jetzt verlängert hat und sich für Österreich ausgesprochen hat, dass er weitermacht. Und dann habe ich Christian auch gefragt, und was machen wir für morgen, weil ich heute nicht in der Redaktion war. Und er hat gesagt, die Pressekonferenz. Ne? Und er weiß nicht, was wir jetzt vertiefend und darüber hinaus noch anbieten werden, aber zeigt sozusagen das Dilemma, vor dem wir stehen, oder die Herausforderung, dass wir eben mehr machen müssen, als den Vortrag abbilden. Wir machen morgen auf mit einem Europa-Essay von Alfred Husenbauer, den ich gerade auch mit unserem Chef von Dienst, der jetzt Deskchef heißt, diskutiert habe. Das wäre vor 10 Jahren noch sozusagen hinführen zum EU-Gipfel, wo er vor dem Pakt mit der Türkei warnt, moralisch und auch politisch. Und wir haben gesagt, na, wir entscheiden uns damit aufzumachen und nicht mit dem Koller, dass er sich zu Österreich bekannt hat und hier bleiben möchte. Wenn man sagt, das ist eigenständig, vertiefend, streitbar und das andere schon am Tag bekannt. Also so irgendwie ist ein kurzes Blitzlicht jetzt aus der Tagesaktualität der Redaktion. Beispiel des das ja zeigt, womit wir uns halt beschäftigen, auch zeitungspolitisch. Hätten die Prognosen eines uns bekannten Kollegen, der vor einigen Jahren postuliert hat, den Tod der Tageszeitung, würde das so zutreffen, dürfte es in Österreich einige Blätter nicht mehr geben. Ich habe den Eindruck, Österreich tickt im
zumindest europäischen Großraum an Printmedien etwas anders. So schlecht geht es den Printmedien nicht. Ja. Was bestärkt dich und wie lange an dem Produkt Kleine Zeitung, wie wir es kennen und noch kennenlernen werden durch Veränderungen, die im Herbst bevorstehen, was bestärkt dich, dass es dieses Produkt in den nächsten 10 Jahren noch so geben wird? Ja, ob es so geben wird, weiß ich nicht, auch nicht in dieser kulturellen Dominanz und Hegemonie, das weiß ich nicht, glaube ich auch nicht. Aber definitiv bin ich überzeugt, dass es die Zeitung als Medium geben wird. Was ich schon sehe, ist, dass die Bindung der Leute zum Medium Tageszeitungen in Österreich offenbar inniger und fester ist als anderswo, in Amerika sowieso im angelsächsischen Raum, aber auch als in Deutschland. Ich glaube, es spricht einiges für das Fortleben. Zum einen stört mich überhaupt, also ist es überhaupt grotesk, mit welcher Wollust sozusagen hier eine Branche, das gibt es sonst nirgendwo in keiner Branche, sozusagen das eigene Ableben sozusagen herbeischreibt von den Tagespodien her, Rabbi Gerhard auf keinen Zeitungskongress mehr, kann man das wirklich nicht mehr anhören. Und das stimmt auch nicht. Und ich glaube auch, dass Tageszeitungen Qualitäten und Tugenden ausspielen kann, vor allem in Differenzierung jetzt sozusagen zu dieser digitalen Sturzflut an Informationen, die wieder am Grundbedürfnis der Menschen entgegenkommen, nämlich eben Tugenden der Langsamkeit, der Orientierung, der Kompassfunktion, der Vertiefung des Lesens. Und des Lesens, der Intimität auch, hinterlässt auch keine digitalen Fußabdrücke und Drucke und Spuren und hat, wie gesagt, eine eigene Haptik, so eine eigene Intimität auch beim Lesen, beim Blättern. Ich merke das immer bei meiner Mutter, wenn sie liest, 84, wenn sie so zwischen die Zeitungsseiten hineinhaucht, damit sie sich öffnen, das gibt's so nur bei Papier. Ja, ich glaube auch, dass das Pendel wieder zurückschlagen wird und das Bedürfnis jetzt nach dieser Art des Lesens stärker werden wird, wenn die Leute gelangweilt, angewidert von der Flut, sozusagen der Sturzflut der digitalen Informationen. Auch die Jungen, die ganz anders sozialisiert wurden und werden. Ja, ich habe selber zwei Gören zu Hause, also zwei pubertierende nette Mädchen zu Hause, sind meine wichtigsten Studienobjekte für den digitalen Wandel in der Medienwelt. Ich weiß, unlängst mit meiner älteren Tochter, die ist 19, die ist regelmäßige Besucherin einer Diskothek namens Bollwerk, war ich dort noch nie. Und ich versuche halt in der Zeitung Inhalte zu finden, wo ich sage, irgendwie mit denen könnte ich sie fangen, und da war irgendein schwerer Schuss in der Rauferei mit der, ich glaube, das Mädchen ist sogar umkommen später. Und ich habe gedacht, ich kann ihr was erzählen, was ich noch nicht weiß, und sie hat mir dann gesagt, du Papa, vergiss die Zeitung. Das habe ich gestern in der Nacht schon auf Facebook gelesen, und das, was du schreibst, dass das Mädchen in welche Lebensgefahr steht, stimmt schon gar nicht mehr, das ist nämlich in der Nacht gestorben und so weiter. Das zeigt nur das völlig geänderte Medienkonsumverhalten und Kommunikationsverhalten dieser jungen Leute. Die haben sich kulturell vom Papier entfremdet. Und dieser Automatismus, dass sie die Eltern beim Zeitunglesen sehen, am Frühstückstisch oder zu Mittag, und das dann kulturell dann später abrufen, wenn sie selber bürgerlich werden und zu Hause sitzen mit ihrer Freundin oder Freund oder Frau, der ist durchbrochen und findet so nicht mehr statt. Und wir versuchen jetzt eben über unsere digitalen und mobilen Angebote, über die Kinderzeitung auch, alles Mögliche, um uns dagegen aufzulehnen und sie an die Marke zu binden, aber dann letztlich auch an das Papier. Aber von alleine funktioniert das, wie früher, jahrzehntelang funktioniert das nicht mehr. Meine Tochter sagt, die Nachrichten finden mich. Ich habe das auch noch nie gehört vorher. So.
Wie erlebst du oder wie erlebt ihr die Partizipation der Leserinnen und Leser? Das ist ja auch etwas Neues, das es vor nicht allzu langer Zeit in der Form überhaupt nicht gegeben hat. Wütende Leserbriefe und so weiter und Anrufe, keine Frage, das ist nicht neu. Aber die unmittelbare, die rasche Partizipation und auch das durchaus starke sich einbringen. Wie wird das erlebt bei euch in der Redaktion? Ja, das ist eine der großen Herausforderungen und auch Phänomene, die jetzt auch im Zuge der Flüchtlingsdebatte uns mit voller Wucht auch getroffen hat, nämlich die Erkenntnis, dass das Misstrauen vieler Leute gegen, nicht nur gegen das Establishment, sondern gegen auch die politischen Eliten sich übertragen hat auf die Medien und dass in der Wahrnehmung dieser Leute offenbar die etablierten Medien zu Teil dieses Establishments sein, das wir an sich kontrollieren wollen und wir sehen es uns ja sozusagen als Antipode dazu, aber die Wahrnehmung der Leute, dass wir sozusagen Teil eines Schweigekartells sein, das nicht das schreibt, was ist, sondern das schreibt, was wir angeblich sozusagen von der Sphäre der Macht sozusagen befohlen bekommen, das ist so das Niederschmetterndste, womit ich in den letzten Jahren konfrontiert worden bin. Und das betrifft jetzt nicht nur die Ränder der Leserschaft, sondern geht ganz stark in die Mitte hinein. Und darüber diskutieren wir oft und täglich und stundenlang. Wie wir dem begegnen können, wie wir selbstkritischer mit unserer Arbeit, mit dem, was wir tun, umgehen können, wie wir den Leuten auch unser Tun und die Entscheidungen, die dahinter stehen, noch besser vermitteln können, darüber reden wir sehr oft. Darüber haben wir früher nicht so oft gehört. So heftig wie in Deutschland ist es ja nicht, Stichwort Lügenpresse. Meinst du, dass das unmittelbar auch mit der Pegida-Bewegung zusammenhängt, dass es in Deutschland manchmal wirklich total aus dem Ruder läuft, diese Diskussion? Ja, da hat es natürlich diese Schockerlebnisse gegeben mit Köln und wie ruchbar geworden ist, dass die öffentlich-rechtlichen Medien einen Tag zugewartet haben und auf der Geschichte oben gesessen sind und nicht trauen. Und unterdrückt, weil es ist also alles furchtbar und hat sozusagen dieses dumpfe Gefühl, dass dieses Misstrauen eher noch verstärkt und das haben wir schon auch gespürt. Zu deiner Rolle als Geschäftsführer der kleinen Zeitung, sag, wie stark determiniert diese Rolle den journalistischen Hubert Batterer? Ja, das sind natürlich zwei Identitäten, die miteinander auskommen müssen. Manchmal ringen miteinander, manchmal im Frieden miteinander leben und manchmal nicht. Ich behaupte, dass meine Kernidentität die publizistische ist, aber natürlich habe ich als Geschäftsführer auch eine unternehmerische Verantwortung und habe eigentlich jetzt, es gibt zwei Modelle dazu. Die eine, die Sezession, jahrzehntelang bei uns so Praxis, auch Kultur, gibt es heute noch meterhohe Ordner, auch in unseren Regalen, über die, vielleicht wird das einmal irgendwann einmal auch dokumentiert, öffentlich gemacht, wenn ich gerade den Chefhistoriker anschaue, den Herwig, auch zwischen der verlegerischen Seite und der Chefredaktion, also zwischen Verlag und Hans, Fritz und Hans nennt er sie, so paradigmatisch, kiloweise. Und ich denke mal, was hätte man mit der Zeit alles irgendwie Kreatives machen können? Also ich streite lieber am Tisch mit meinen Kollegen in der Geschäftsführung, die jetzt die kommerziellen Bereiche vertreten, sitze lieber dort am Tisch und bringe dort mein Gewicht ein und versuche mich auch dort durchzusetzen, nicht im Sinn einer jetzt sozusagen gewerkschaftlich, sondern sozusagen die Grundanliegen auch jetzt der Redaktion, der Publizistik und der Wahrung auch der Grundsätze, die aber jetzt auch in der Geschäftsführung unumstritten sind, muss ich sagen. Die kleine Zeitung lebt ja als seit Jahren eigentlich als Marke mit der Bürde, nicht nur erfolgreich sein zu müssen, sondern sehr erfolgreich sein zu müssen. Wie kannst du dir solche Leitlinien in die Zukunft vorstellen? Ist das nicht auch ein ungemeiner Druck von der Erwartungshaltung her? Ja, natürlich. Der wirtschaftliche Druck ist enorm, nicht? Weil wir natürlich schon auch im Budgetären die Statik
des Unternehmens tragen. Zum großen Teil. Das ist schön, irgendwie, wenn man. Aber natürlich spürt man auch in Zeiten auch der Krise und der Umbrüche auch die Last dieser Verantwortung. Das ist auch schon auch Unternehmensphilosophie auch der jetzigen Vorstände, diese Asymmetrie innerhalb des Konzerns auch zu bereinigen. Und da hat es ja schon etliche auch Maßnahmen in diese Richtung gegeben. Wir für uns freuen uns, dass wir erfolgreich sind und dass wir widerstandsfähig bleiben gegenüber dem, was ich als Wirklichkeit beschrieben habe. Und uns kommt natürlich die Regionalität zugute, das ist unsere Herzkammer. Und im Englischen gibt es, glaube ich, diesen Begriff des Regroundings, habe ich einmal gehört. Irgendwie, uns kommt natürlich dieser ganze kulturelle Trend jetzt auch, dass sich die Menschen wieder orientieren, sich zurückorientieren auf die kleinen, überschaubaren, scheinbar sicheren Räume, Lebensräume. Das kommt uns natürlich sehr entgegen. Und wir brauchen jetzt in dem Sinn keine Kunstprodukte wie Landlust oder Servus. Ich meine, die sind schön gemacht, aber wir wollen das täglich sein oder wir wollen das glaubhaft leben, jeden Tag, ohne dass wir jetzt solche Ghetto-Produkte auch produzieren müssen. Aber diese Sehnsucht ist da der versucht man natürlich auch mit dem, was wir journalistisch machen, draußen in den Regionalredaktionen, in Summe sind es 18, auch zu leben und dem zu entsprechen. Und wir haben diese ganzen regionalen Satelliten jetzt in den letzten 2 Jahren mit großer Kraftanstrengung umgebaut, das waren ja reine Printinseln, umgebaut in multimediale auch Außenredaktionen, sodass die Kolleginnen und Kollegen draußen nicht nur eigenständig die gedruckten Seiten machen, sondern mittlerweile auch zuständig sind für die regionalen Portale der Mobile App und für die regionalen Portale der Webseite. Wir haben die Teams aufgestockt personell, aber das ist natürlich enorme Kraftanstrengung und da steckt man jetzt mittendrin. Aber wir wollen und müssen die regionalen Räume auch multimedial auch abdichten. Das war für uns auch ganz klar. Aber das trägt uns und trägt den Erfolg und jetzt gar nicht so sehr der morgige Essay von Alfred Gusenbauer, das ist uns schon bewusst. Das ist noch ein Stichwort. Es hat doch zumindest einmal die Überlegung gegeben, in Wien vielleicht etwas stärker präsent zu werden und vielleicht auch vom Vertrieb her und mehr Akzente zu setzen. Ist das noch ein Thema oder eher nicht? Ja, das war immer mein Wunschtraum, dass wir einiges von dem Investment jetzt, das wir in Slowenien oder auch in Kroatien eingesetzt haben, erfolgreich eingesetzt haben, auch für die Expansion in Österreich eingesetzt hätten. Da gibt es auch, liegen auch etliche Studien in diversen Laden. Wir haben uns das durchgerechnet, wir bräuchten 6-7 Jahre lang Atem und Zeit, um diesen Wiener Markt, der ohnehin brüchig geworden ist, auch um dort erfolgreich trojanisch da einzusickern. Das werden wir wahrscheinlich mit der gedruckten Zeitung nicht tun, aber mit den digitalen Produkten schon, weil wir hier nicht die logistische Herausforderung haben, dass man die Leute wollten ja ihre regionalen Redaktionen, regionalen Teile, ihre Heimatregion haben in Wien und wir haben ihnen aber immer nur das Ennstal, also die Ennstal-Ausgabe schicken können, weil die halt als erste Region angedruckt worden ist. Und das können wir natürlich mit der E-Paper-Variante, dem E-Paper-Angebot wunderbar ausgleichen. Und da versuchen wir schon auch unsere Bemühungen zu verstärken, da haben wir noch viel Potenzial. Weil wenn wir wissen, dass das Exilantenmilieu allein, das ist, also weiß nicht, sind über 100.000 Steirer, die dort oder steirische Bezüge haben und da haben wir noch wenig getan. Robert, lass uns ganz kurz reden über den Autor
Hubert Patterer. Ich erinnere mich und ich nehme an, etliche unserer Gäste hier auch, es war knapp vor der steirischen Landtagswahl, vor der steirischen Landtagswahl. Ich bilde mir ein, es war die Samstag- oder Sonntagsausgabe der Presse. Da hast du aus deiner Sicht die Reformpartnerschaft, die steirische Reformpartnerschaft, sehr intensiv beschrieben. Wenn du dir das jetzt etliche Monate später anschaust, was ist aus deiner Beschreibung, was ist geblieben, was meinst du, ist in die richtige Richtung gegangen, ausgehend von dem Artikel, von dem ich meine, es war ein sehr markanter. Und deswegen ist er auch in der, aus meiner Sicht jetzt, vielleicht liege ich falsch, in der Presse erschienen, um eine gesamtösterreichische Leserschaft zu erreichen und nicht ausschließlich eine steirische und kärntnerische. Wie siehst du jetzt, etliche Monate später nach dieser Wahl, wie siehst du die steirische Politik? Ja, also das damals war, das Gastspiel war jetzt, das war keine strategische sozusagen, ja, Absicht dahinter, aber sondern Zufall wir auch haben auch das mit, ne, dem Rainer Zufall, Novak. Zufall war es aber auch nicht. Ja, der Rainer Novak hat mich gefragt, ob ich, sie machen das öfters bei Landtagswahlen, dass sie halt jemanden aus dem Bundesland dann fragen, ob er sozusagen aus dem Bundesland heraus was Feuilletonistisches schreiben möchte. Und da bin ich gefragt worden und habe gesagt, ich mache das nur, wenn du dann im Herbst irgendwie bei der Wienwahl dann auch für uns schreibst, und wir haben uns dann jeweils Honorar war dann jeweils eine Flasche aus der Südsteiermark, und das war der Hintergrund, mehr war da nicht. Und wir haben mit seinem Stück aufgemacht und ich war dann mit einer Seite in der Presse und habe versucht damals zu dieses aufziehende Gewitter zu beschreiben und auch die Psychologie des Franz Woves, der gespürt hat, was da im Anzug ist und wie sich dieses Migrationsthema dann immer stärker über diese 5 Jahre, dieses, wie ich meine, sehr, sehr, sehr mutigen und in jeder Hinsicht ja, ungewöhnlichen Jahre, wie sie Politik verstanden haben und gelebt haben, wie sich das drüber geschoben hat. Und beim Franz Woves hat man sich einfach in der Körpersprache schon gemerkt, von Woche zu Woche, und das habe ich versucht zu beschreiben. Und das ist dann ja auch so gekommen und war ja erst sozusagen die Ouvertüre dann für Späteres. Und damit war mit dieser Wahl ist dann diese Phase dieser, wie ich meine, einzigen tauglichen Form, wie Rot und Schwarz überhaupt noch eine Legitimation haben können, dass sich die beiden zusammentun und 3, 4 große Projekte definieren und diese dann anständig auch umsetzen, wie dieses Modell noch eine Legitimation hat. Und das ist damit schon diese Form schon zu Ende gegangen. Das, was jetzt sozusagen an das Land anführt politisch, ja, vieles von diesem Appeal und von diesem romantischen Modell ist natürlich verloren gegangen. Die Regierung ist gewöhnlich geworden, dominiert natürlich auch von der Flüchtlingsthematik. Und diese große Erzählung, die früher oben drüber gespannt war, über lange Zeit, im letzten Jahr dann ja nicht mehr, also die große Story, die jetzt bei Geschichtenerzähler, die große Story fehlt noch und wirkt ein bisschen gesichtslos in dem, was sie will und tut, aber das kann ja noch werden. Also ich habe in Summe schade gefunden, dass diese Art des Politikverständnisses dann nicht honoriert worden ist, grundsätzlich jetzt unabhängig von den beiden Personen und von den beiden Parteien. Ja. Und wir haben jetzt wieder eine gewöhnliche Landesregierung. Du hast das als Flucht bezeichnet. Flucht ist, glaube ich, momentan so ein bisschen ein besetzter Ausdruck. Lass uns vielleicht Ventil sagen, du machst regelmäßig auch Publikationen und Bücher, die sich sehr gut verkaufen. Herzlichen Glückwunsch, das muss an heutzutage erst alles gelingen. Erzähl einmal, was bedeutet das für dich und vor allem, was kommt alles noch? Ja, es ist schon mehr, nicht? Es ist schon mehr als ein Hobby, sondern das ist halt eines unserer Beiboote, neben der Kinderzeitung, neben den Magazinen, diese Edition Kleine Zeitung, die wir in den vergangenen Jahren aufgebaut haben, nicht zur Freude unseres Buchverlages, die schon mit Argusaugen und mit Groll da gesehen hat, was wir da irgendwie
wieder herumdilettieren. Und wir haben mit dem Handgriff begonnen, war dann ein großer Erfolg mit dem Gesprächsband, wo wir versucht haben, einfach Inhalte aus der Zeitung einmal neu aufzubereiten und anzureichern und das Buch herauszugeben. Das war interessant, das war österreichweit eine originäre Geschichte, das hat sonst niemand in ganz Österreich auch nur annähernd gemacht. Ja, also da wird ihr voll hineingegriffen. Ja, und es war dann auch wirtschaftlich irgendwie ermutigend und so, dass wir gesagt haben, ja, wir versuchen da in die Richtung mehr zu tun. Sozusagen, es unterstützt die Marke und das Image der Marke und wir haben da weitergemacht und haben dann die Torini, dann Dialektbände, die überhaupt die erfolgreichsten Buchprojekte seit Bestehen der Styrias sind, geht auch genau in diese Schiene hinein, dieses Regionalkults mit den Dialektwendungen. Ja, und der Koller war, die Koller-Biografie war dann eher so ein Zufall, so eine Laune. War gute Laune. Und der Dino Habian ist irgendwann einmal hereingestimmt mit seiner mit seinem kroatischen Überschwang und hat gesagt, irgendwie der Koller muss her, wir sollen den Koller fragen. Und ich habe gesagt, bitte hör auf, irgendwie der wird genau auf uns warten und hat keine Ruhe gegeben, bis er nicht wirklich an den ÖFB ein Schreiben gerichtet hat mit Konzeptvorschlag. Ähnlich so, ja, wie im Aufbau, ähnlich wie Handke und Turini, also Reise an Orte, die für die Interviewten biografisch und von der Lebensgeschichte her relevant waren. Und das hat den offenbar so getaugt, sodass er, dass ich dann ein paar Tage später Einladung nach Zürich vom Management bekommen habe, und um dort das Buchprojekt nochmal vorzustellen. Und es war schön, weil man da ein paar Wochen einmal die Gelegenheit gehabt hat, ein bisschen irgendwie rauszukommen und wieder das zu tun, was man in der Funktion ja sonst ja immer weniger tun kann, weil man halt ständig von in der Früh bis am Abend in irgendwelchen Sitzungen hängt. Und es war so wie ein Ausbruchsversuch und Befreiungsversuch. Und ja, das war natürlich jetzt nicht sehr schwer, in diese Fieberkurve hinein, dieses Buch hineinzusetzen. Und wir haben die erste Auflage mit 10.000 vorige Woche verkauft gehabt. Und der Hofer hat angerufen, die wollen 12.000 im Mai noch haben. Keine Ahnung, was sie vorhaben damit. Ja, verkaufen. Mit Soletti zusammen oder ich weiß nicht, was sie für ein Paket schnüren oder mit Bierkisten zusammen. Ich weiß es nicht. Also das hat sehr gut funktioniert und hat Spaß gemacht, weil mir der Typ natürlich auch sehr taugt. Das ist schweizerisch. Kannst du etwas sagen, was dir noch vorschwebt, so an Ideen? Ja, wir bringen nächste Woche ein Sondermagazin heraus, das heißt Abrahams Kinder über die drei großen Weltreligionen. Da beginnt morgen oder übermorgen der letzte Teil eines Zyklus. Wir haben begonnen nach Paris, nach den Anschlägen mit der Islamserie. Dann haben wir so aus dem christlichen Milieu ziemlich einen Aufschrei gekriegt. Haben wir gesagt, den nehmen wir mit, den Aufschrei, und haben dann die zweite Serie zur Osterzeit herausgegeben. Und dann ist der Vorschlag gekommen, machen wir sozusagen auch noch ein Stück über das Judentum. Und das kommt jetzt, die Serie geht bis zum Gründonnerstag, wie es sich gehört, und kommt dann als Hochglanzmagazin auf den Markt. Darauf bin ich ziemlich stolz, weil es wirklich was Schönes war. Der Wolfgang Sottel hat da mit dem Stefan Winkler die Hauptarbeit gemacht. Und dann haben wir in der Pipeline noch ein Euro-Magazin, das eine Woche später erscheinen wird, mit Porträts und Interviews der Heron. Und das legen wir auch österreichweit auf. Vom Buchprojekt selber jetzt, der Christian Benz hat einen steirischen Museumsführer herausgebracht. Das liegt seit zwei Tagen am Tisch, aber da bin ich noch nicht dazu gekommen, da reinzuschauen. Aber es ist, wie gesagt, wir machen das sehr gerne und machen allerdings nur das, was sozusagen aus der Zeitung herauskommt. Und das, nur das funktioniert auch, wo man auch sozusagen die Kompetenz sozusagen beglaubigen können durch die Autoren oder durch die Inhalte.
alles, was von außen sozusagen irgendwie, wie man probiert, von der Styria ein paar Bücher zu übernehmen und mit zu vermarkten, das, da haben wir gesehen, dass es nicht so funktioniert. Und natürlich sozusagen Anzeigenverluste kompensieren kann man natürlich damit nicht. Abschließend noch einmal ein kurzer Blick in deine Redaktion, in die Kleine Zeitung. Da hat sich gerade in letzter Zeit ein Generationenwandel vollzogen unter den Journalistinnen und Journalisten. Nicht, dass das überraschend gewesen wäre, die Dinge sind zum Teil ja auch planbar. Was bedeutet das für das Blatt? Da waren immerhin Kolleginnen und Kollegen, die sehr viele Jahre zum Teil ganz maßgeblich auch sozusagen die Inhalte, die Stilistik mitgeprägt haben. Ja, 16 Änder, sicher 10. Also da steckt man mitten drinnen in diesem Generationswechsel, den wir versuchen zu gut abzufedern. Da haben uns ja in den letzten Monaten Kaliber wie Frieda Hütter, wie Ernst Heinrich, Kübeck, Simonitsch, Klaus Albertani, Verlassen der Kultur, ein Walter Dietz, Erstner, Redi Rainer. Was ich versuche, irgendwie diesen, und das ist ja wirklich ein dramatischer Aderlass, und natürlich hat man die Kompetenz nicht in der gleichen Form jetzt auch weiter abgesichert in einer Redaktion. Und was wir in dieser Übergangsphase schon versuchen, dass wir mit zahlreichen Autoren auch sogenannte Autorenverträge abschließen, wie zum Beispiel mit dem Frieda Hütter, der ist happy, der ist jetzt Pauschalist seit August. Und auch Autor. Kommt so ab und zu einmal im Monat mit einem Blumenstrauß ins Sekretariat. Und verkauft sich auch gut, ne, das Buch. Das Buch verkauft sich super, und habe ich gesagt, ich presse dir aus, bis du nicht mehr schreiben kannst. Um den Honorarsatz. Und er hat erfreut, weil er Beschäftigung hat, und wenn wir alle miteinander natürlich eitel sind und Eitelkeit mit Präsenz verbunden ist. Das wäre mir beim Frieda allerdings nicht aufgefallen bisher, die Eitelkeit. Also das diagnostizierst du vielleicht etwas genauer. Ja, so, ja, das weiß ich nicht. Auf jeden Fall irgendwie, auch mit dem Walter Dietz ist es, sind wir in ähnlichen Gesprächen. Also ich versuche die Kompetenz und das enorme Wissen dieser Leute irgendwie für die Marke zu sichern. Das hat früher überhaupt keine Tradition gehabt mit den Leuten. Also Fritz Stocklich, waren weg. Oder Kurt Wimmer, die haben nie mehr eine Zeile geschrieben. Und ich hab das auch um jüngeren nicht den Raum wegzunehmen oder späteren Chefredakteuren. Und ich hab das immer fahrlässig empfunden. Und das nützt ja auch einem selbst dann auch als Chefredakteur, wenn man die Autoren noch zur Verfügung hat und einsetzen kann. Also es schreibt auch der Erwin Zankl weiterhin und der Kurt Wimmer, und ich möchte es auch mit den anderen, die uns jetzt in den letzten Monaten verlassen haben, so handhaben, und bin da in Gesprächen jetzt mit denen. Aber es ist ein Riesenproblem, weil natürlich die wirtschaftliche Situation natürlich keine offensive Personalpolitik zulässt, und wir in beiden Standbeinen natürlich eine prekäre Situation haben, und zwar alle Zeitungen. Nämlich, wir haben nur zwei, das Anzeigenstandbein und das Abonnenten- und das Lesermarktstandbein, und in beiden ist der Trend tendenziell rückläufig. Und jetzt können wir bei den Abonnements irgendwie das eh noch Höchststände halten, aber natürlich nicht allein über das Printabonnement, sondern unter Zuhilfenahme auch des digitalen Abonnements, wo wir sehr erfolgreich sind, weil wir mittlerweile an die 10.000 sozusagen E-Paper-Abonnenten haben. Und das hilft uns sozusagen im Schaufenster ein bisschen auch die Zahlen so darzustellen, dass sie glänzen. Gut, und jetzt ist es höchste Zeit, dass wir das Gespräch öffnen, bitte. Um Fragen. Ja, ich würde gerne bitte an diesen E-Paper anknüpfen. Wie wird denn da die inhaltliche Abgrenzung sein? Du hast gesagt, auf Mai gibt es die neue Webseite. Ab Herbst soll sie vergebührt werden.
Was wird dann der Unterschied zum E-Paper sein, außer dass es aktueller ist und beschädigt das nicht möglicherweise das E-Paper, eben weil es aktueller ist? Und wie wird die Preisstruktur ungefähr ausschauen verglichen mit dem E-Paper? Ich habe keine Ahnung, ob ich darüber reden darf. Passt du das? Ist es nur informell? Deswegen habe ich ja gesagt, Chefredakteur und Geschäftsführer. Nein, es wird. Also die E-Paper-Ausgabe ist ja nur die Zeitung. Die gedruckte Zeitung, die in allen Regionalausgaben abrufbar ist. In allen 18. Kärntner-Ausgabe ist steirische Ausgabe. Mal 18. Und daneben gibt es die Website, die jetzt derzeit noch frei ist, ganz frei ist. Und da werden wir ein Freemium-Modell haben, wo gewisse Teile, gewisse Kategorien von Inhalten frei zugänglich bleiben, nämlich das, was ihr auch habt, also was allen, Collar zum Beispiel. Und alles Analytische, Blogs, Korrespondentenberichte, Leitartikel, Kommentare, grundsätzliches lange Interviews werden nur vergebührt konsumierbar sein. Das niedrigschwellige Ticket wird Tagesticket sein. Das heißt, wenn man einen Artikel haben will, kriegt man das Angebot des ganzen Tages für 24 Stunden. Das ist die unterste Luke und dann wird es nur das Digital Only, wie wir es nennen. Also Webseite plus Mobile geben das plus E-Paper das Angebot und für die Jungen, die sozusagen kulturell halt sozusagen eher aus der digitalen Welt kommen, wird es das Mobile-Abo geben. Also die Mobile-App als Abonnement, als Mobile-Abo mit 2,99 € vermutlich im Monat. Und da probieren wir aus, was geht und was nicht geht und werden elastisch bleiben und schnell reagieren, wenn wir sehen, dass wir den falschen Schritt wohin setzen. Und das ist halt für Leute, die, also da haben wir derzeit 30.000 Unique Clients drauf und da hoffen wir halt, dass ein Teil davon auch sagt, okay, man, im Gegenwert von einem Klang Bier leiste ich mir das. Und das Ziel ist dahinter halt für die Leute, die natürlich nicht bereit sind, 25 € für ein Print-Abo zu zahlen, die an die Marke zu gewöhnen und hinzuführen dann ist. Und als Zielgruppe kann man das so verstehen, dass dann das E-Paper für die Silver Surfer ist so wie für mich, die gerne eine Zeitung hätten, noch in digitaler Form, nicht das Papier haben möchten. Und für die Jungen gibt es dann diese digitalen Paper. Genau. Wie gesagt, das wird das erste Mobile-Abo überhaupt sein in Österreich. Und da trainieren wir noch hart, dass wir besser werden und noch schneller werden. Also wirklich nur sozusagen in der Differenzierung ganz klar als Update-Medium positioniert und nicht austauschbar jetzt mit der Printzeitung. Und sonst, unsere Hauptstoßrichtung wird natürlich sein, möglichst viel von den 277.000 Abonnenten, Printabonnenten, multimedial aufzuwerten, zu All-Inclusive-Abonnenten zu machen mit plus 3 € im Monat. Eine noch, die muss kommen von mir, inwieweit wird Bewegtbild der Anreizfaktor sein für diese jungen Konsumenten? Ja, wir merken schon natürlich, dass das Thema Video ein riesen Thema ist und unverzichtbar ist fürs digitale Angebot. Wobei wir auch gelernt haben, dass es da nicht darum geht, irgendwie Fernsehen sozusagen dilettantisch nachzuäffen. Erstens können wir es nicht, zweitens können wir es nicht zahlen. Und drittens ist es auch nicht sinnvoll, aber schon auf einem Level, also ich war in Norwegen vor kurzem und dort haben sie es Snack TV genannt, also schnelle, kurze Sequenzen mit dem Handy, wo man lokale, chronikale Ereignisse sozusagen irgendwie mit kurzen Sequenzen aufzeichnet und integriert in die Printerzählung oder in den epischen Bericht und immer wieder einbaut und sozusagen anreichert mit Social Media Elementen und eben auch Bewegtbildformaten. Das wollen wir forcieren. Aber natürlich, das hat natürlich nichts mit Fernsehen zu tun oder sonst wie. Und dann machen wir halt so Gehversuche in Richtung, ja, so kleine Talkformate, Diskussionsformate, wenn was aufsteht. Oder vielleicht Videokommentare tägliche, wie es die Deutschen zum Teil machen.
Aber wir haben, wie gesagt, da fehlen uns auch, auch noch die Ressourcen. Da haben wir 2-3 Leute jetzt in der ganzen Studie. Also das viel mehr wird da nicht gehen, obwohl wir merken, dass wir vor allem bei Live-Übertragungen schon erstaunliche Zugriffe haben. Also wenn wir, weiß nicht, jetzt irgendeine wichtige Pressekonferenz übertragen oder auch eine Diskussion, Salons und so weiter, das funktioniert gut. Und da haben wir oft bis zu 20.000, 25.000 auch Zuschauer. Ist jetzt nichts, also ich weiß, ihr habt ein, zwei Nullen dazu, aber immerhin. Also Buchpräsentation Koller in Wien haben wir gehabt, was sind 28.000. Ja. Bitte schön. Herr Walterer, warum blieben eigentlich dieses Mal die Entnahmeboxer aus, wie Österreich nach Graz gekommen ist? Also als heute nach Graz gekommen ist, war okay da, am gleichen Tag kamen sie und am letzten Tag gingen sie. Warum ist dieses Mal da auch über Geschäftspolitik gefahren worden? Und das zweite, was mich interessiert, die Kommentarfunktionen auf der Homepage sind jetzt deutlich eingeschränkt worden. Was planen Sie da beim Relaunch? Wird es da so etwas geben, wie dass besonders lesenswerte Kommentare hervorgehoben werden? Soll es moderiert werden? Oder welche Anreize habe ich als Poster, etwas Sinnvolles zu posten? Gibt es da irgendwelche Bonifikationen? Offene Baustelle, unsaniert, Projektteam mittendrin. Wir haben jetzt eine Regelung, wo hauptverantwortlich das sogenannte Dialogressort damit betraut ist, aber wo wir dann auch jedes Ressort damit betraut haben, ihre Inhalte auch digital zu moderieren, von den aktuellen Diensten, die es dafür gibt. Und da sind wir gerade dabei, das haben wir jetzt ein paar Monate versucht zu schauen, ob das zufriedenstellend ist. Dann haben wir auch noch, um das Ganze zu bewältigen, in der Nacht zwischen 10 und 8 in der Früh irgendwie die Kommentarfunktion gesperrt, weil wir in der Früh jedes Mal vor dem Berg von 400, 500 Postings gestanden sind und nicht die Ressourcen haben, einfach das ordentlich moderiert und kuratiert abzuarbeiten. Nicht ideal und überhaupt und sonst halt irgendwie kommen wir aus dieser Schere nicht heraus, aus dieser Doppelflanke. Die einen sagen, wir sind so repressiv, wenn wir zu viel nicht zulassen, und die anderen sagen, ihr seid Mittäter, wenn wir zu viel zulassen. Und da kriegen wir es von beiden Seiten und versuchen das irgendwie auch in den Griff zu bekommen. Das mit dem Boxen hat einen ganz einfachen Grund, weil Österreich nicht heute ist, nicht so, Österreich nicht heute ist und wir die Bedrohung für unseren Markt nicht sehen und wahrnehmen. Jetzt bei allem Respekt auch nicht, weil ich mag den Arischen sehr, weil also energetisches Perpetuum ist mir sehr sympathisch, was der da rausknallt, immer auch bei den Magazinen und im Digitalen kann man viel lernen von ihm in der Echtzeit-Inszenierung. Da ist der wirklich richtig gut. Aber in Graz habe ich jetzt keine Angst, dass er die Jungen binden kann. Bei heute ist das schon anders. Und weil ich sehe in Wien, welche Dominanz die haben und wie die wie es denen gelingt, auch speziell bei den Jungen zu punkten. Die machen das sehr, sehr clever. Da schaue ich genau hin und lege schon die Ohren an. Aber eben Bonifikationen für Online-Poster. Also Sie moderieren die kleine Zeitung, hat eine Redaktion für die Leserbriefspalte. Die Krone macht es ganz perfekt. Aber Online-Kommentare, wenn sie durchdacht sind, gehen einfach unter in all dem anderen Schrott. Warum? Und dadurch verliert das ganze System. Und warum nehmen Sie damit die Chance wahr, dass sozusagen wertvolle Inhalte, in welcher Form auch immer, geratet werden? Jetzt, man kann es zwar auf Rot oder auf Grün klicken, aber das hat die gleiche Dynamik wie die geschriebenen Postings. Ja, ich habe mir ein Modell angeschaut, bei der NZZ und bei der Tagesanzeige in Zürich. Die haben verschiedene Kategorien von Postings auch geschaffen und haben gesagt,
Empfohlene von der Redaktion, also wirklich, die haben den Mut gehabt, wirklich Postings herauszuheben, die gesagt haben, das ist klug argumentiert, nicht unsere Linie, aber klug, und das andere sozusagen irgendwie sortiert man aus und lässt sie irgendwo im Silo. Da sind wir gerade dabei, uns anzuschauen, ob das ein gangbarer Weg ist. Aber ich weiß, dass wir da irgendwie die Lösungen nicht haben. Bitte schön, Peter. Es war jahrelang so, dass es ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen den beiden Tageszeitungen gegeben hat, die in der Steiermark mit relativ größeren oder großen Redaktionen vertreten sind. Seit mehreren Jahren ist es so, dass sie die Kronenzeitung aus dem Rückspiegel verloren hat, dass es also diese Kampf- und die Bandbreite, die es in der Kronenzeitung lang gegeben hat, nicht mehr gibt. Es ist überhaupt keine Diskussion mehr, wer die größte Tageszeitung in der Steiermark ist. Frage 1, warum? Glaubst du, ist dieser Abstand so groß geworden und so klar? Ist es allein auf die Regionalisierung zurückzuführen? Was ich jetzt nicht unbedingt unterschreiben würde, weil gerade in den Bezirken draußen der Abstand ja nicht so groß ist. Und das Zweite ist, weil du gerade gesagt hast, vor heute, vor Österreich, da hast du ja nicht Angst gehabt und das ist für dich keine richtige Konkurrenz. Wie sehr ist die Kronenzeitung für dich in der Steiermark mit diesem Abstand, mit dem immer größeren Abstand, noch eine Konkurrenz? Nein, natürlich, die machen immer noch gute Zeitung und wissen, wie man Blatt macht. Und ich schätze den Christoph Biros her, den haben wir schon sehr lange kennen, auch von, aus unseren Kärntner Jahren noch. Und der weiß, wie das geht. Und ich glaube schon, dass es zwei Gründe hat. Den einen, dass die Zeitung als Ganzes die Digitalisierung völlig verpennt hat. Also wirklich, die haben ja überhaupt nichts gemacht, auch auf regionaler Ebene. Das haben sie jetzt geändert seit einem Jahr. Wir schauen da schon genau hin, was sie dort machen. Und sind auch dabei, wirklich aufzuholen. Also da haben sie, finde ich, zu lange nichts gemacht. Dann haben sie einfach gegen die Vielzahl an Bohrtürmen, die wir da in dem Land runtergelassen haben, das muss sich auswirken. Und es wäre schlimm, wenn es sich nicht auswirken würde. Wir haben dort, wie gesagt, wir haben in der Steiermark 10 Regionalredaktionen mit täglich bis zu 4-5 Seiten aus der jeweiligen Region. Das ist wie eine regionale APA, die wir da ausgelegt haben als Netz. Und das ist der Schlüssel. Man sieht ja auch in der Zeitung, wie den Kurier, der sozusagen auch im Zeitungstypus her ähnlich wie wir gebaut sind, die haben dieses Hinterland nicht. Haben wir mal gehabt, das Hinterland mit Wien, Niederösterreich, Burgenland. Die haben kein Hinterland und verfluten in all ihrer Schönheit. Weil die machen eine gute Zeitung. Also ich glaube schon, dass es die beiden Faktoren sind. Und dann haben sie natürlich ihre traditionellen starken Felder, wie im Sport. Da komme ich jeden Tag noch mit der Zeitung und setze mich mit unseren Leuten zusammen. Herwig, dazu ja, ich glaube, dahinter sind der Frage war auch, dass ja die Dominanz in Graz überdrückend ist. Ne? Also das habe ich so, das war historisch immer so. Aber das ist noch viel, und deswegen kann man mit der Regionalisierung nicht so viel zu tun haben, sondern eher was mit dem Lebensgefühl der Leser möglicherweise oder der urbanen Bevölkerung der Grazer. Ja, wir haben einen Akademikanteil von 25% und da glaube ich schon jetzt, dass da unser Angebot halt da den Lesern eher entgegenkommt und auch Dimension halt von Inhalten dort fehlt. Christoph hat immer wieder auch versucht, da nachzurüsten mit Wissenschaftskooperationen, jetzt Uni-Doppelseiten, was überhaupt nicht in den Typus-Zeitung passt eigentlich. Auch um da ein Renommee zu gewinnen. Aber ja, da haben wir derzeit jetzt, weiß ich, wir haben eine Reichweite von 52 zu 25% jetzt in Graz. Aber auch für uns schwierig genug, weil wir
natürlich sehen, dass im urbanen Raum die Bildungskraft sozusagen als erstes nachlässt zu Zeitungen. Also wir haben da, das ist nichts, was mir wahnsinnig taugt jetzt, irgendwie dass wir da vor der Krone sind. Und sonst nehmen wir das schon sehr, sehr ernst und sehr wahr, aber natürlich der eigentliche Gegner ist nicht die Kronenzeitung, sondern halt diese ganzen digitalen Kraken. Da Erich, du noch. Ja, noch hätte ich eine Frage, weil es ist sehr erfreulich und positiv dargestellt worden und ich denke, dass so ein Zeitungstypus wie die Kleine Zeitung wahrscheinlich das letzte der Blindmedien ein Problem kriegen wird, sozusagen. Ja, da wir haben drinnen gesagt, wenn gestorben wird, sind wir die das Licht doch drehen. Ja, das ist das Letzte. Ich glaube ungefähr so könnte es sein. Das wird auch nicht ganz so schnell sein. Aber die eigentliche Frage für mich ist, wenn man sich die Zahlen dann da ein bisschen genauer anschaut, bei den unter 30-Jährigen. Schaut die österreichische Printmedienbranche nicht sehr gut aus. Also ich biete mir ein, die Erosionsprozesse sind dort auch sichtbar. Und die Frage ist, das ist schon beim Heute die Frage, weil das wird jetzt eine Fachdiskussion, das Heute nicht jetzt im Augenblick noch geht, aber in ein paar Jahren dann auch nicht mehr das ist, weil in der U-Bahn, die ich an drei Tagen in der Woche x-mal frequentiere, immer mehr mit dem Smartphone und nicht mit den Leute unterwegs sind. Aber das ist der Punkt. Und die Frage ist, glaubst du, dass du mit der Digitalisierung diese Verluste kompensieren kannst? Und die andere letzte Frage, die vielleicht ein Geschäftsgeheimnis ist und die ja nicht bei der Kompensation so wichtig ist, jetzt gesagt 10.000 Digitalabonnements. Wie viel sind nicht Printabonnements davon? Ein geringer Anteil. Geringer Anteil. 2000. Nein, sag ich nicht, das ist. Ja. Aber es wächst. Also wächst und wir sind österreichweit dafür führend, also weit vor Presse und Standard. Bei den Jungen, das ist bei uns oben auf, wird beim Gerhard und bei nein, aber das war meine Frage, ähnlich sein ist. Das war meine Frage, was ist. Bei jedem Strategiepapier ist das die erste Überschrift, irgendwie, wie können wir für die jungen Leute relevant, emotional relevant sein und inhaltlich relevant sein und teilhaben an deren Interessenswelt und Lebenswelt und dort, wie sie kommunizieren, konsumieren, ihr Leben anlegen. Und da probieren wir alles Mögliche aus. Wir haben jetzt vor ein paar Monaten den Ballguide gekauft und sind halt da jetzt bei allen, wenn wir sagen, irgendwie an dieser Schnittstelle da der 18-Jährigen versuchen wir, für die da zu sein, weil die, wenn wir wissen, was das für einen Stellenwert hat, irgendwie diese ganze Matura, das zeigt, da haben wir wahnsinnig viel Energie reingesteckt, weil wir gesagt haben, wir wollen das alles irgendwie digital mit Fotoserien und so weiter abbilden und den jungen Leuten da helfen bei der Vermittlung der Seele und so weiter und so fort. Wir haben die Kinderzeitung, wir haben jetzt ein Produkt so im Feldversuch draußen, das heißt Futter, wo man ohne Leine ein kleines, verrücktes Ding jetzt einmal auch turnen lassen und den Michael Kläuber hoch umstritten, irgendwie streiten jeden Tag drinnen, also alt mit den Jungen und hat vor allem im Digitalen so eine Art Shuttle- und Zulieferfunktion jetzt für in Richtung dann der Mobile-App. Schüler machen Zeitung, wir haben jede Woche die Schulklassen drinnen und arbeiten mit denen, fratschen die aus, bis sie nicht mehr kennen, und, was sie lesen und wie sie lesen und was sie interessiert. Das, was wir definitiv wissen, ist, dass alle Formen von Ghetto-Produkten, die wir auch gehabt haben, Jugendmagazine und das ganze Zeug irgendwie verworfen wird, und zwar radikal, dass sie eigentlich kein auf sie zugeschnittenes ein Produkt haben wollen und auch keine Anbiederung haben wollen, weil wir da eh nicht glaubwürdig sind. Deshalb haben wir das eher aufgeben und versuchen aber natürlich schon immer wieder auch junge, sogenannte junge Themen auch in der Zeitung zu integrieren. Wir haben vor ein paar Tagen gehabt, irgendwie das Thema des Tages, da gehen wir über die Sperrlinie oft draußen, irgendwie dieses ganze Vorstadt-Dingsbums-Phänomen.
und die Serien und das mit diesem rustikalen Titel. Ja. Genau, und dann dran hängt irgendwie das. Dann kriegt eben dieses. Das heißt, die Vorstadtschreiber. Das ist doch Regionalität, oder? Ja, sind wir. Ja, und dann haben wir es so eine Doppelseite gemacht mit über Netflix und das Ganze und diese neue Form, irgendwie, wie die Jungen Fernsehen schauen oder eben nicht Fernsehen schauen und woher das, wie das kommen kann, dass eine Zeit im Bild einen Altersschnitt von SAS 62 hat. Wir haben einen von 51 derzeit. Wir wachsen allerdings, wir altern pro Jahr um ein Jahr, was uns nicht gefreut. Warte, das tun wir doch alle, oder? Also in den Laserschnitt. Ja, wenn man das nicht noch nicht besprochen wurde, lag wahrscheinlich an der Diskussion des Social Media. Ich beobachte, dass Medien immer mehr dort eigene Formate entwickeln. Vom klassischen ZIP-Faktencheck bis zu irgendwelchen Snapchat-Filmchen von National Geographic. Gibt es da von der kleinen Zeitung keine Ideen außerhalb der klassischen Facebook-Seite? Das sind wir noch ein bisschen langsam, gell, oder? Aber wir denken alle. Ja, nein, ich hab im frühen Jahr, Herr Professor Hösele, im frühen Jahr einen Chefredakteursblog gehabt. Und wie ich draufgekommen bin, dass ich den fast jeden Tag dann nur noch zwischen Mitternacht und 2 Uhr früh geschrieben habe, habe ich gesagt, ich greife das nicht mehr an. Aber ich biete mir ein, dass ich wirklich Tag und Nacht irgendwie studiere, was dort abgeht und wie die. Aber ich tue es selber nicht, ja. Was nicht sehr vorbildhaft ist. Eine Frage noch in Graz zur Dominanz der kleinen Zeitung. Wie gut tut es denn dem Markt, wenn alle anderen große Bundesländerzeitungen eigentlich um den Faktor 10 unter der kleinen Zeitung liegen? Also Standard, Salzburger Nachrichten, Kurier. Schlecht ist das. Einfach so fürs Zeitung leben, Zeitung genießen. Also ich kann es nur sagen, wie es für uns, ich finde Wettbewerb unverzichtbar und das wäre furchtbar, weil man ohnehin ständig so im Verdacht oder in Gefahr ist, so dieses Nummer 1 Gift in sich zu haben und in einer Routine zu verfallen und das ist der Tod. Von daher habe ich natürlich möglichst viele starke, interessante, gute Zeitungsprojekte um mich herum. Und mir gefällt die Dominanz nicht. Das darf ich aber drinnen nicht sagen. Also jetzt drinnen für den kreativen Prozess und für den, weil ich natürlich gern mit Zeitungen oder mit Ideen irgendwie hinkomme zu meinen Leuten und dort sagt, du kennst mir nicht auch und hast gesehen, das ist ein wichtiger Teil der kreativen Arbeit, der täglichen. Und jetzt komme ich halt auch sehr oft mit Deutschen und Schweizer Zeug daher. Wobei Falter und so, das nehme ich schon sehr, sehr ernst und lese ja gern und dort finde ich immer wieder klasse Zugänge und Geschichten, wo ich mir sage, Scheiße, hätte ich bei uns auch gern gelesen. Amen, du mehr. Na, gar nicht, auch im Regional, also auch im Steiermark-Teil. Du bist ja nicht mehr so viel. Ich weiß. Leider. Was auch schlecht ist. Ja. Haben Sie von Ihrer Tochter schon eine Antwort bekommen, warum Sie die kleine Zeitung kaufen soll? Nein, habe ich noch nicht. Aber es sind die Verhandlungen. Ja, es ist frustrierend natürlich, weil ich sehe, also sie lesen schon die Zeitung, aber sie lesen andere Medien in der Zeitung. Das heißt, sie lesen das Kinoprogramm und das Fernsehprogramm. Also etwas, was nichts mit uns zu tun hat. Aber immerhin. Und an den Geschäftsführer, wie hoch ist denn die Rendite des Investments? Matura Ball? Ich habe keine Ahnung. Jetzt der Ballguide. Diese Akquisition. Ja, Fotos und Fußballnachrichten.
Ich weiß nur, dass wir Rekordzugriffe haben, wenn wir am Wochenende das Zeug ausspielen. Mit den, und zwar höhere, Gerte, wir haben einmal das Wort KTL, kein Dorfball, überhaupt. Und zwar gleichzeitig, glaube ich, mit dem Graz-Marathon, wo er kein Dorfball, nur den Marathon-Schlag ja. Aber ich so Ball geschafft. Aber es ist ein richtiges Hochamt, ich habe das bei meiner Älteren auch gesehen, Amateur, irgendwie das war bei uns nicht so, aber für die ist das wie, das ist ein großer Initiationsritus und wenn es denen 50, 60 Bilder dort, die alle gleich ausschauen, aber geht wie die Hölle. Aber richtige Adelt finden sie sich erst, wenn sie abgedruckt in der Zeitung. Das sagen sie auch, das ist auch interessant. Ja, weil es die Oma sucht. Weil sagen, das kennen wir auch. Ne? Nein, gar nicht. Sondern das passiert uns, weil wir ja immer aus diesen ganzen Fundes-Ball-Geiz-Sachen, muss der Haarfutter heraussuchen, kommt für den Montag. Und da ist es tatsächlich ja schon passiert, vor allem wenn halt einmal ein Fotograf keine Bolognese fotografiert, sondern nur Gruppen, dann gibt es eine Gruppe, und das ist uns tatsächlich schon mal passiert, dass das dann halt eine wirklich schöne Gruppe war, aber keine Maturanten, sondern Gäste. Und das musst du dann auch machen, und völlig zu Recht, wo ohne mag wirklich ein Teil sein, auch wenn es ein super Bild vom Ball ist und den Ball jeder gibt, aber sie selber sind nicht drauf. Also das bringt man natürlich dann noch, aber doch merkst du, dass die das könnte, nehme ich an, in ähnlicher Form der Cookie auch, das Fernsehen kommt, ne? Aber bei jeder Veranstaltung. Aber ich bin meint, dass wir es irrsinnig anstrengen. Wir rennen schon. Um sie zu erwischen. Gut, dann habe ich eine Idee und einen Vorschlag. Wir ändern bloß ein bisschen das Setting, weil Elfi K. war so lieb und hat zwar nicht selbst gekocht, aber beinahe. Ich habe sie mit allen mir zur Verfügung stehenden Mitteln gerade noch davon abhalten können und habe gesagt, aber trotzdem hausgemachte Händlerhaxel. Elfi, kommt das hin? Händel-Haxerl, kommt das hin? Jawohl. Mit ein bisschen gesunden Kartoffelsalat und ein Glas Bier dazu. So wie es am Abend sein soll. Das ideale kleine Abendessen. Fast noch immer am Gott. Ja. Darf sie einladen, zuzugreifen? Vorher aber, Robert, ganz, ganz ernst gemeint, ohne jeglichen Zynismus, ohne jegliche Ironie, alles Gute für die nächsten 10 Jahre. Ja. Wir werden das ganz genau beobachten. Ja. Viel Erfolg, wir drücken dir die Daumen und vor allem, wir würdigen wirklich deine und eure Bemühungen. Ich glaube, da ist ungemein viel Arbeit dahinter, die glaube ich, oft wirklich untergeht, weil es als selbstverständlich betrachtet wird. Ja. Und wenn man dann weiß, wie schwierig es ist, aber in diesem Terrain wirklich noch zu punkten, und das tust du und mit deinem Produkt dann wirklich Respekt, alles Gute. Ja, ist natürlich unser, ja. Weil ich schon sehe, was da in den letzten 2 Jahren, also wir haben ja die Bude komplett umgepflügt, wirklich. Also das und zwar nicht irgendein Newsroom hingestellt, sondern bis in die Ressorts hinein durchintegriert, die beiden Redaktionen. Sodass das Sportressort heute kein Print-Sportressort mehr ist, wo ein paar Digitale dabei sitzen, sondern die sind zuständig für den Sport am Handy, auf der Website und in der gedruckten Zeitung. Und auf Social Media. Und auf Social Media. Und zwar alle, von der Regionalredaktion in Liezen bis in Osttirol, und zwar durch alle Ressorts hindurch. Ich war es gestern mit Manfred Bertha von der Salzburger Nachrichten zusammen, die jetzt auch beginnen, die beiden Redaktionen zueinander zu führen. Und das hat die Arbeit verdichtet und beschleunigt, dass schon das am Schwinde wird und manchmal wird uns auch schwindig. Aber also wir haben im digitalen Steigerungen zum Vorjahr jetzt, also weit über den Branchenschnitt, weil wir ja Monat für Monat das immer auswerten lassen und haben Steigerung bis zu 40% gegenüber dem Vergleichsmonat, das war zwischen 30% und 40%. Ich behaupte, dass wir das mit dem alten Sezessionsmodell nicht hätten. Obwohl es immer noch Leute gibt, so wie den
Eugen Brust zum Beispiel, der sagt, das ist ein schwerer Fehler, den die wahnsinnig bunten machen. Weil er sagt, dass der Fokus verloren geht. Also man kriegt am Printer nicht dazu, ordentlich digital zu arbeiten und umgekehrt. Ich halte das für Blödsinn. Weißt du, es geht ums Erzählen und da wie dort. Und jeder kommt mal so rein. Hubert, noch einmal vielen Dank fürs Kommen. Auch Ihnen vielen herzlichen Dank. Und ich lade dich jetzt schon ein wieder fürs nächste Mal, wann immer das nächste Mal sein möge. Aber schau mal vor. Nein, jetzt würde ich euch einladen. Jetzt weiß ich nicht, wie viel von euch schon, der Gerhard kennt schon, Martin, im Newsroom waren. Ich behaupte, es ist wirklich der schönste Betriebsrat sitzt, würde es nicht hundertprozentig so sehen wollen, aber ich behaupte, es ist der geistungsschönste journalistische Arbeitsplatz in dem Land. Mit einer Großzügigkeit. und vielleicht können wir es auch einmal umdrehen. Wir würden euch gerne das mit Stolz herzeigen wollen. Ich würde nur sagen, es hat schon mal eine Einladung gegeben. Ja. Die Kollegen waren schon mal dort. Ja. Also auch in dieser Runde jetzt? Ja. So? Ja, nicht alle. Nicht alle. Ah, ja. Ja, aber wir können es gern wieder machen. Also wie ich das jetzt höre, kommen wir sehr gern wieder. Wir so. Sehr gern, ja. Ja, wir haben schon, also diese Damen hier wirst du in Bälde sehen. Hubert, danke schön. Ich sage danke, ja. Danke fürs Interesse.